Lilo, heute mal ein ungewöhnliches Video, ein ungewöhnliches. Also ihr seht hier mein Webcam-Bild. Ich habe mal ein bisschen umkonfiguriert. Nun, eine der Zuschauerfragen der letzten Zeit war beispielsweise, wie ist denn das mit zwei Monitoren? Ich habe jetzt mal meinen Laptop, ne? Ihr seht, ich kann dieses hier verschieben. Ihr seht da oben rechts, ne, seht ihr, dass ich zwei Monitore dran geschlossen habe. Ich nehme momentan auf meinem Fernseher das Bild auf. Ja? Den benutze ich als Zweitmonitor. Gut, in Wirklichkeit nimmt mein Laptop auf, den ihr da oben seht. Ne? Mein Laptop, der da auf dem Stuhl steht. So, mit Rekord, mein Desktop. Und der Grund, warum ich jetzt den Fernseher quasi aufzeichne, ist, der Fernseher hat eine Auflösung von 1920x1080, das entspricht Full HD. Ja, Full HD. Der Laptop allerdings, der hat auch 1920, ne? Laptop da, ne? Seht ihr, wo ich den hin und her schieb. Aber mal 1200, das war nicht so für mich, ne? Und da kann ich jetzt so, ja. Ich kann zum Beispiel meinen Rekord mit Desktop hier laufen lassen, ohne dass ihr das seht, ne? Oder die Klangeinstellungen, die auf meinem Fernseher sind, mal wegschieben, das ist ganz angenehm, aber das Ganze läuft, wie gesagt, eigentlich auf meinem Laptop. Gut, was war das mit zwei Monitoren hier unter Linux Mint? Ja, gut, ich hatte installiert NVIDIA X Server Settings, NVIDIA X Server Setting, NVIDIA Grafikkarte in dem Dingen drin. So, da sind zwei Monitore angeschlossen, Display Server Konfiguration. Ihr seht hier, das ist der Laptop. Der Laptop hat diese unglückliche Aufnahmegröße, ne, für Rekord My Desktop. Und der Fernseher hat 1920x1080. Das ist besser für YouTube. Das ist so Full HD. Und das ist eigentlich größer als Full HD. Ne. Jetzt ist der Laptop nun mal so, wie er ist. Ja. Ließ sich auch nicht so ohne weiteres so bewegen. Ne. Da eine andere Resolution zu machen. Es gibt zwar die Möglichkeit Scaled, aber da habe ich oben und unten einen schwarzen Rand, wollte ich nicht. Also was tun? Zweiten Monitor angeschlossen, hier in dem Fall meinen TV. Und der hat 1920x1080 einfach ein VGA-Kabel angeschlossen. Ne? Mit diesem NVIDIA X-Service Settings bei einer NVIDIA-Karte könnt ihr dann entsprechend auch die Monitore hin und her switchen. Welche Resolution hat ihr und so weiter. Nun war es aber so, jetzt war das blöd. Warum, wenn ich Rekord My Desktop gestartet habe, ich hole das nochmal darüber, so, Rekord My Desktop, dann war es ja so, ja, war es ja so. Der nimmt dann auf von dem ersten Display, nämlich dann von meinem Laptop. Nun muss ich mir was einfallen lassen, und zwar habe ich dann in der Man-Page gesehen, dass man zum Beispiel entweder die Display-Nummer angeben kann, die ich aber nicht wusste, oder eine Verschieberichtung in X-Richtung. Das heißt, da, jetzt hole ich das andere Bild nochmal kurz, da es so ist, dass der Sony quasi, also hier ist dann 0, da kommt 1920 vom Haupt-Laptop-Bildschirm und dann kommt das Sony-Bild, ne, das ich eigentlich aufnehmen will, nämlich das, was ihr gerade seht. Und da kann man eine Verschiebung einstellen bei Rekord My Desktop. Und zwar in X-Richtung. 1920 konnte ich mir anschauen mit Man Record My Desktop, ne, Man Page. Und habe so das Problemchen gelöst mit der YouTube-Auflösung. Gut, wenn ihr andere Monitore habt, einfach mal gucken. Ihr könnt hier unter Linux Mint über Hintergrund des Schreibtisch ändern. Zum Beispiel kommt man auch in die Einstellungen. Übrigens sehr schöne Hintergrundbildchen. Kann man mal was anderes nehmen, sieht dann auch ganz nett aus, recht pfiffig, ja, Klangeinstellungen, ich habe ein kleines Standmikro dran, zeige ich mir mal, Moment, aber gleich weiter mit dem Dings, ich nehme mal eben mal die Webcam, oh, meine alte Gardine, wollte ich das beschrieben, ich habe hier so ein Standmikro, mal angeschlossen an den Laptop, ne, an die Audio-Eingangsbuchse und dann habe ich kabellose Maus dran, ne? Kabellose Maus angeschlossen, ne? Damit ich da nicht hin muss. Ne? Habe ich auf den Stuhl gestellt, den Laptop. Und kabellose Tastaturen. So kann ich jetzt mal schnell eben hier ein Video aufnehmen.
Gut, so sieht es aus. Wie gesagt, sehr schöne Hintergrundbildchen und über die Einstellungen Hintergrundbild ändern. Guck mal, das kann ich jetzt gleich noch nicht machen. Stört hier mehr als sonst. Schöne Bildchen. Kommt mal auf alle Einstellungen. Und in den Einstellungen, die machen wir mal groß, sieht man zum Beispiel auch das Anzeigegerät. Ne? Da sieht man es auch nochmal. Der Laptop ist da und der Sony, da steht 72 Zoll. Ne? So groß ist er nicht, 55 Zoll. Da kann man auch nochmal gucken, was damit ist. Ne? Der hat 1920x1080. Ja, gut. Man kann natürlich auch die Bildschirme spiegeln, wenn die zufällig gleich groß sind, dann klonen. Aber das geht dann wieder besser über die NVIDIA X-Server Settings. Da gibt es hier eine Position, die heißt Clones. Ja, also ne, nicht Clowns. Das bin ich, sondern das ist Klonen. Also so kann man sich dabei helfen. Ja, schwierig ist es wohl anscheinend, dieses Panel unten auf beide Bildschirme zu kriegen. Da gibt es ganze Forum-Beiträge für 10 Nanom. Ja, also diese Display-Oberfläche. Hier oben wird übrigens noch immer angezeigt, wo ich daheim bin. Das war aber eine Anzeigeanstellung. Wenn ich das schließe, kommt da nicht mehr. So, wie gesagt, ich kann das da rüber schieben. Wunderbar. Bei 10 Nanom gibt es da anscheinend, jetzt habe ich das schöne Kabel von der Webcam drin, ja wunderbar. So, bei 10 Nanom gibt es anscheinend Schwierigkeiten. So, stand Mikro ja richtig. Schwierigkeiten, dieses untere Panel auf beide Bildschirme zu kriegen. Da muss man sich halt entscheiden, was ist das primäre Gerät. Ne? Das primäre Gerät bei dem Dingen. Ne? Am besten dann in den NVIDIA X-Server Settings, so habe ich es gemacht. Das primäre Gerät so eingestellt, halt da, wo ich aufnehmen will, da, wo ich das Panel haben will. Man kann natürlich auch die Desktop-Symbolchen, die man sonst auf dem Desktop hat, ne? Zum Beispiel auf dem anderen Display, auf dem Laptop, habe ich dann, ich schiebe es jetzt mal rüber, ja, habe ich ja auch noch solche Symbolchen, ne? Da könnte ich mir auch noch Starter machen. Ne? Starter machen anstelle eines Panels oder ein neues Panel anlegen, damit ich gegebenenfalls die Symbole, die ich haben will, auf beiden Desktops haben. Also das geht. Also ich bin hier am Basteln. Mein Lenovo Ideas Center habe ich verkauft. Gab andere Sachen, die wichtiger waren. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen umgeschwenkt. Die Gründe sind bekannt. Hatte ich mal gepostet. Da brauchen andere liebe Leute ein bisschen Geld von mir. So, ja, liebe Leute. Also nicht irgendwie Hi, Shark oder so. Nee, nette Leutchen, die haben ein Problem und das musste ich lösen. Gut, ich hoffe, jemand braucht es auch. Also so ist das jetzt mit den zwei Monitoren. Man braucht eigentlich zum Aufnehmen eines YouTube-Videos nur ein Laptop, eine Webcam. Wenn man sie braucht, ein kleines Mikro, das hat nur 5 Euro gekostet oder so. Oder ein Headset. Und dann kann das losgehen. Also ich kann mir dabei helfen, ihr braucht doch nicht so einen riesen Fernseher. Da wird auch irgendein Monitor reichen, der halt 1920x1080 Pixel hat. Ich hoffe, jemand geholfen zu haben. Verbleibe, wünsche ich euch ein bisschen. Und tschüss.